und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge hat man mir gesagt, ich solle hier irgendwo mit einem Feldwebel sprechen. Ich bin gerade am gucken, das müsste da vorne unten sein. Nordschlucht, genau, da ist er. Wo sind diese Speer? Ich hoffe, ihr seid hier, um mir zu helfen. Durek und seine Finsterzeugen griffen ohne Warnung an. Meine besten Späher zogen aus, um Informationen zu sammeln. Nur zwei kamen zurück. Isabeth hat ihre Befehle missachtet, um nach ihnen zu suchen. Und jetzt ist sie auch überfällig. Was soll denn sonst noch alles schiefgehen? Vielleicht kann ich helfen. Jede Hilfe ist willkommen. Isabeth wurde zuletzt auf dem Weg zur Kapelle gesehen, wo sie nach Hatmi suchen wollte. Die Mission der Späher bestand darin, Informationen zu bergen und Zivilisten zu retten. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Invasoren immerfort erreichen. Ich werde tun, was ich kann. Nehmt das hier. Elgini hat es gemacht. Laut ihr heilt und verbirgt es. Falls sie verletzt wurden, werden sie es brauchen. Aber es hält nur eine gewisse Zeit. Sie müssen sofort hierher kommen, damit die Wirkung nicht abklingen kann. Ich werde mein Bestes geben, um sie zu finden. Ja, da sind offenbar schon einige in die Flucht geschlagen worden. Das ist schön. Okay, dann schauen wir mal nach dem Rest. Hier vorne irgendwo. Da in der Kapelle, ne? Aber da ist keiner drin. Oder? Ne, Moment, hier geht's noch weiter. Regmannen in Abschaum! Ihr gehört nicht zu den Regmannen. Stendar hat endlich beschlossen, mir etwas Gnade zu schenken. Ich bin hier, um zu helfen. Hauptmann Gerfeld schickt mich. Er war das? Nicht Isabeth? Ich hatte gehofft, dass sie die anderen schon ins Lager zurückgebracht hätte. Wisst ihr, wo Isabeth hin ist? Sie hat eine Würdin gerettet und eine Einheimische namens Lethiel. Die Würdin meinte, sie würde ein Gebiet unterhalb der Aleiden-Ruinen halten. Isa sagte, sie würde losgehen und sie um eine Allianz ersuchen. Ich sagte ihnen, dass sie mich hier lassen sollen. Mit diesen Wunden hätte ich sie nur unnötig aufgehalten. Eine Würdin? Ja, eine der Frauen aus dem Wald. Mir wurde beigebracht, ihnen nicht zu vertrauen, aber Isa glaubte, sie könnten uns dabei helfen, Nordschlucht zurückzuerobern und die Regmannen aus Immerfort herauszuhalten. Sie ist vielleicht immer noch bei ihnen am Ufer. Dort gibt es einen Eingang in die Ruinen. Ich werde sie finden. Benutzt diesen Verband und geht zurück ins Lager. Danke. Ich hoffe, euch im Lager wiederzusehen. Aber sicher, dass... So. Elgini hat sich selbst übertroffen. Ne? So gute Verbände, das will ich doch hoffen. So, wir nehmen natürlich hier mal wieder alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir müssen quasi nach hinten. Also hier weiter, aber ich komme ja gar nicht rum. Guten Tag. Du bist ein Spieler, glaube ich. Wo ist das denn? Ich habe doch gerade... Ah, hier. Noch eine? Interessant. Was wollt ihr? Ich suche nach einer Späherin namens Isabeth. Sie war hier. Sie brachte unsere Schwester zu uns zurück. Und deshalb stehen wir in ihrer Schuld. Habt ihr eine Einheimische bei ihr gesehen? Lethiel? Die andere trug eine Krankheit von unbekannter Art in sich. Wir werden dieses kranke Mädchen von unserem Land fernhalten, um zu verhindern, dass sie eine unheilbare Krankheit in unserem Wald verbreitet. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann sprecht mit Würdin Delphik. Sie ist in den Ruinen. Ich werde losziehen, um mit ihr zu sprechen. Würdin Delphik, wo bist du? Kann ich hier eventuell was mitnehmen? Nein, das ist alles gestohlen. Okay, dann lassen wir auch die Finger davon. Immerhin sind das nette Leute. Würdin Asteria hat euch Einlass gewährt? Ich nehme an, sie muss gute Gründe dafür gehabt haben. Was hat euch dazu gebracht, mich in diesem Haus aus Stein aufzusuchen? Was stimmt nicht mit Lethiel? Ah, ihr sucht dieses Kind. Sie geht nirgendwo hin. Sie ist infiziert und ich muss feststellen, was genau sie in sich trägt. In sich? Es ist ohne jeden Zweifel ein Samen.
Doch was genau die Finsterzeugen da in den Feldern von Nordschlucht herangezüchtet haben, bleibt ein Rätsel. Ich habe noch einen letzten Versuch, ein Heilmittel zu finden. Ihr kommt genau zur rechten Zeit, um das Ergebnis zu sehen. Tue ich das? Passt genau auf und prägt euch ein, was ihr jetzt sehen werdet. Zuerst lege ich die Verderbnis frei. Schaut, es ist ganz deutlich zu sehen. Nun versuche ich, sie zu reinigen. Verschwindet, üble Kreatur! Nun, das ist nicht so gelaufen wie geplant. Das ist höchst verstörend, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Dann würden die Finsterzeugen uns also alle in ihre Marionetten verwandeln, um die Reihen ihrer Armee weiter aufzufüllen und immerfort zu erobern. Wir dürfen das nicht zulassen. Was habt ihr Laetil angetan? Ich wollte das Böse in ihr entfernen, doch mein Zauber hat es nur noch weiter angestachelt. Es hat sie in eine der Abscheulichkeiten verwandelt, die Nordschlucht durchstreifen. Kein Wunder, dass wir keine Gefangenen gesehen haben. Sie haben sie verwandelt. Und wenn ihre Armee wächst, wächst auch die Bedrohung für den immergrünen Wald. Werdet ihr euch mit Hauptlan Gerfeld verbünden? Den Immerfort-Soldaten? Und warum sollten wir ihnen trauen? Wenn wir den immergrünen Wald verlassen würden, würden sie binnen weniger Tage unsere Bäume fällen und Minen in die Erde treiben, ohne jede Rücksicht auf alles Leben hier. Wie kann ich euch davon überzeugen, euch mit ihnen gegen die Reikmannen zu verbünden? Nehmt diese Rune, um die Marken der Reikmannen auf den Feldern zu vernichten. Dann schneidet Durek den Kopf ab. Beweist euch auch auf unserer Seite. Dann werde ich mich mit dem Hauptmann treffen, von dem Isabeth sprach. Isabeth? Wo ist sie? Sie ist fort. Sie wollte den Bauernhof durchsuchen. Versucht ihr nur Zeit zu schinden, oder glaubt ihr wirklich, dass wir den Soldaten in Immerfort trauen können? Isabeth sprach ebenfalls von einer Allianz, bevor sie aufbrach. Nun, ihr könnt ihr Werk zu Ende bringen. Werdet ihr Durek den Kopf abschneiden oder nicht? Ich werde das erledigen. Möge das Glück mit euch sein. Wir werden zum Lager von Immerfort reisen, wenn ihr diesen Auftrag zu Ende bringt. Wir sind eng mit dem Land verbunden und daher werden wir wissen, ob ihr Erfolg dabei hattet. Was sind die Marken? Bildnisse der Reikmannen, die Durek aus der Erde heraufbeschworen hat. Vielleicht sind sie die letzten Überbleibsel jener Macht, die sie hier zurückließen. Sie sind der Ursprung der Samen, die sie auf den Feldern anbauen. Vernichtet die Marken und ihr vernichtet damit auch die Samen. Was meint ihr mit die letzten Überbleibsel jener Macht, die sie hier zurückließen? Dieses Land gehörte einst ihnen und das vor gar nicht allzu langer Zeit. Sie sind hier, um es sich zurückzuholen. Deshalb ist Immerfort so wichtig für sie. Vielleicht würden wir sie sogar bleiben lassen, wenn sie keine so große Bedrohung für den immergrünen Wald wären. Reikmannen kennen keine Grenzen. Glaubt ihr wirklich, dass es kein Heilmittel gibt? Was immer die Finsterzeugen hier auch einsetzen, es verschlingt seine Opfer. Hätte dieses Kind überlebt, hätte es uns angegriffen. Wir haben sie beobachtet. Ihre Macht wächst mit ihrer Anzahl. Ihr hattet erwähnt, dass ihr diese Krankheit eingepflanzt wurde. Ja, wir glauben, dass man einen Samen in sie hineingezwungen hat. Einer der Wurzeln im Herzen seines Wirtes schlägt. Wie ihr selbst gesehen habt, treibt jeder Versuch, ihn zu entfernen, sein Wachstum an und löst bei seinem Wirt die letzte Phase seiner Verwandlung aus. Ja, was sind die Marken, haben wir ja schon mal gefragt. Bildnisse der Reikmannen. Dieses Land gehörte einst ihnen. Was bewirkt diese Rune? Und das vor gar nicht allzu langer Zeit. Sie ist von der Magie des Wirt erfüllt. Wenn sie in Kontakt mit einer Marke kommt, wird ihre Magie durch sie hindurchfließen und sie so weit vergehen lassen, bis nur noch Staub von ihr übrig ist. Die Magie wird tief genug in sie eindringen, um die Samen zu erreichen, die sie hervorbringt. Ja, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten. Zerstört die Marken. Mal schauen, wo die sind. Wieso steht jetzt hier direkt schon ein Gegner? Was soll das? So. Jetzt muss ich hier durch alle durch, um irgendwo irgendwie an eine Stelle zu kommen, wo die Marken sind, oder was?
Das sieht mir dann noch aus. Kann ich denn nochmal was machen? Ich hab da gerade schon gedrückt. Geh mir nicht auf den Sack hier. Anscheinend habe ich die jetzt nur aktiviert, oder was? Hallo? Angriff! Was willst du jetzt von mir? Ich muss das Ding hier machen. Ich habe auch schon E gedrückt, aber das scheint die nicht kaputt zu machen. Okay, man muss es zweimal drücken. Wo ist jetzt noch eine Marke hier, ne? Ist das noch eine Marke? Ach, da hinten ist eine, ja. Hallo. Lass mich doch einfach mal E drücken. Mein Gott, nur weil der Typ mich jetzt entdeckt hat. Okay. Anscheinend habe ich das jetzt doppelt gedrückt. Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich da hinten noch was schwarz. Ach so, das Schwarze ist dieser Typ, den ich umbringen muss, genau. Der müsste aber eigentlich oben sein, ne? Da komme ich jetzt so gar nicht hin. Ich habe eindeutig zu viel Palea gespielt. Ich wollte nämlich jetzt gerade versuchen, hier hochzuklettern. Das funktioniert leider nicht in Teso. So. Nee. Ach, ja super. Du bist ja gar nicht der Typ, dessen Kopf ich bringen soll. Seht her. Wenn das nicht Tasnoks Fluch ist. Seid ihr heruntergekommen, um noch mehr Köpfe von Regmönnern abzuschlagen? Ja. In diesem Gebiet gibt es noch genug davon. Die Königin schickt mich, um zu schauen, wie ich helfen kann. Kluge Frau. Ich bin verdammt froh, dass sie die Zügel wieder fest in der Hand hält. Wer hätte geahnt, dass Herzog Ranchon uns so verraten und verkaufen würde? Ich schätze, er hat nur bekommen, was er verdient. Aber jetzt müssen wir uns um die Regmannen sorgen. Hauptmann Gerfeld hat hier das Kommando. Ihr solltet mit ihm sprechen. Ich erwarte von euch, dass ihr zumindest mit ein paar Regmannenköpfen an euren Gürteln zurückkehrt. Wir können sie auf der Stadtmauer anbringen. Ich frage mich, was Hauptmann Churon mit dem Kopf des alten Strasnok gemacht hat. Den sollten wir auch dort oben anbringen. Ihr wisst, dass Hauptmann Churon tot ist, oder? Nein, aber verdammt. Dieser dumme Nord. Er war in Herzog Ranchons Plan eingeweiht, nicht wahr? Ich hatte da so ein Gefühl. Nun, ich schätze, er hat nur bekommen, was er verdient hat. Die Königin wird euch zum Lieutenant befördern. Hat sie das gesagt? Da soll mich doch glatt ein Argonier seinen Onkel heißen. Ich dachte schon, ich bleibe für immer Feldwebel. Vielleicht kann ich mir dann doch noch diesen neuen Streitkolben leisten. Natürlich nur, wenn wir die Regmannen schlagen und die Königin ihr Wort hält. Aber ich vertraue ihr. Ja, das ist doch schön. Das war überhaupt nicht meine Absicht, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Jetzt muss ich mal gucken. Moment. Ich soll eigentlich irgendwo hier hin. Da ist der Typ drin, okay. Hallöchen. Ich bin gekommen, um dir den Kopf abzuschlagen. Das war der Schreibtisch, das war gar nichts zu lesen. Wo ist er denn hin? Hallo? Dann klaue ich in der Zeit einfach mal die ganzen Sachen, die hier sind. Irgendwas müssen wir ja machen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, kommt der nach oben oder kommt der nach unten? Oder ist er vielleicht im Keller? Ach, Hallöchen! Ihr könnt dich habe ich gesucht. Aufhalten. Ja, im vollen Block, aber er kann mich trotzdem noch drei Meter zurückkauen. Kein Thema. Ihr seid unser nächstes Opfer. Naja. Ich wurde schwer verletzt. Der Sieg ist ich grausam, muss fort. Aber die Niederlage ist schlimmer. Ja, ich folge dir gleich, aber ich nehme hier erstmal die ganzen Sachen mit. Ich finde es immer wieder lustig, wenn die Leute dann am Ende kommen. Man hat die ganze Arbeit gemacht und die drücken dann einmal drauf und haben das dann noch mit abbekommen. Ach ja, das ist wie im wahren Leben.
Gut. Basti, du stehst hier etwas blöd dazwischen, dass ich hier gleich nichts mehr sehen kann. Wenn wir hier schon mal die Möglichkeit haben, ne? Die ganzen Vorräte zu plündern, dann machen wir das doch aus. So. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges? Irgendwas zu lesen oder so, vielleicht, was wir noch nicht genommen haben? Rucksäcke sind immer gut. Ich meine, hier gut, so Säcke sind auch immer gut. Kann man das vielleicht so machen, dass man das anvisieren kann? Danke. So, oben haben wir alles. Dann sollte ich ja eigentlich der einen folgen. Hat ja super geklappt. Ja. Da hinten steht aber nicht auf der Karte. Ach nee, das ist direkt hier. Moment. Da ist sie. Bloß nicht von der Reittier runter. Um Maras Liebe willen. Ich hätte nie gedacht, das Ende dieses Tages noch zu erleben. Hat mein Vater, Hauptmann Gerfeld, euch geschickt? Ja, das tat er. Wir müssen in sein Lager zurückkehren. Ich kenne Dureks Plan. Er hat Lager voller Samen, die er einsetzen will, um unschuldige Leute in Rekruten für seine Armee zu verwandeln. Ihr müsst diese Lager vernichten. Sobald Durek beseitigt und seine Waffe vernichtet ist, hat diese Armee weder einen Anführer noch einen Plan. Ich verstehe. Ich wurde schwer verletzt. Was Durek mir auch angetan hat, er hat mich zu sehr geschwächt. Wahrscheinlich hat er versucht, mir auch so einen Samen einzupflanzen. Ihr müsst gehen. Beendet diese Mission ohne mich. Und außerdem, wenn ihm das tatsächlich gelungen ist, dann stellt mein weiteres Überleben ein zu großes Risiko dar. Versucht es mit diesem Verband. Er könnte helfen. Perfekt. Ich wette, der ist von Elgeni. Das wird reichen. Was hat er euch angetan? Ihr fragt ja auch noch ein paar Sachen, weil, ne, er hat ja auch gar nicht gesagt, man muss straight wieder zurückgehen, weil das sonst nicht lange hält. Er hat versucht, mir etwas einzupflanzen. So wie den anderen auch. Er meinte, er würde mich in seine Reihen aufnehmen, dass ich die perfekte Waffe darstelle. Und dass er dabei zusehen würde, wie ich meinen eigenen Vater angreife und mein Vater mich dann töten müsste. Kurz darauf übermannte mich der Schmerz. Was habt ihr über diesen Verband gesagt? Ich erkenne ihn wieder. Das ist einer von Elgenis Besten. Der Verband sorgt aber für mehr als nur Heilung. Er macht auch unsichtbar. Doch wenn man gegen einen Rätmannen kämpft, dann wird der Zauber gebrochen. Geht es euch gut? Nein. Ich habe nur eine Überlebende gefunden. Und der Glenmoril-Wirt wollte sie nicht gehen lassen. Ulmat und Bendais fand ich nur noch tot. Aber Hatmi, habt ihr sie auch gefunden? Ich hätte sie nie zurücklassen dürfen. Mein Vater, also Hauptmann Gerfeld, wird sehr enttäuscht sein. Er wird sich freuen, dass ihr in Sicherheit seid. Ihr kennt ihn nicht. Er nimmt mich nur wahr, wenn ich etwas falsch mache. Er nennt mich Isabeth die Ungeduldige. Isabeth, die Unwissende. Ich wette, er hat heute wieder einiges über mich zu sagen, weil ich seine Befehle missachtet habe. Ja, diese Psychologie kenne ich. Die Kinder werden oft das, was man sagt, was sie werden, wenn sie so weitermachen. Und, ja. Eine sich selbst auflösende Prophezeiung? Nee, wie nennt sich das? Sich selbst durchführende Prophezeiung? Ach, keine Ahnung. Ja. Wo ist denn hier noch eine Kiste? Achso, da hinten. Ja, du musst jetzt natürlich direkt daneben stehen. Na ja, klar. Oh, lass mich das doch wenigstens mal benutzen, Leute. Hallo. So, wo müssen wir denn hin? Heilende Verbände benutzen? Ach, für mich waren auch welche da. Cool. Das ist ja schön. Aha, du siehst mich nicht. Die sehen mich auch nicht. Noch sind sie gelb. So. Fa,
Vater! Sperrin Isabeth, ihr habt durch eure Befehlsverweigerung diese Kompanie gefährdet. Dank unserer neuen Verbündeten sind die Wirt bereit, mit uns gegen die Reykmannen zu kämpfen. Ich hoffe, dass ihr... Würden Delphique, was hat das zu bedeuten? Das dachte ich mir schon. Hauptmann Gerfeld, eure Speerin ist infiziert. Tötet sie, wenn ihr Teil dieser Allianz bleiben wollt. Ich werde sie ganz sicher nicht töten, nur weil ihr das sagt. Dann vertraut eurer neuen Verbündeten. Ich werde das selbst entscheiden. Ich nehme keine Befehle von euch entgegen. Vater, hör auf! Es ist also wahr. Ich bin infiziert. Nein, das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt die Entscheidung treffen soll, oder? Deshalb hat Elgenis Verband mich wohl nicht vollständig geheilt. Ich war eine Weile bewusstlos, nachdem sie mich gefangen hatten. Er hatte Zeit, Ist es wahr, was Würdin Delphique sagt? Ja, es ist wahr. Nach allem, was ich durchgemacht habe, ist das also der Lohn dafür? Und mein Vater erkennt mich nicht einmal richtig als seine Tochter an. Aber das ist es wert, oder? Mein Leben im Austausch für eine Allianz, die immerfort retten wird. Seid ihr sicher, dass ihr das wirklich tun wollt? Ich werde Delphique wissen lassen, dass ich bereit bin. Ich bin mir sicher, dass sie nicht zögern wird. Und mein Vater wird sie nicht aufhalten. Immerfort war für ihn immer wichtiger. Immerfort und die Pflicht. Vielleicht trete ich so doch noch in seine Fußstapfen. Ich werde dafür sorgen, dass er das weiß. Ich habe mich entschieden, Vater. Mach keine Dummheiten, Isabeth. Du kannst nicht klar denken. Nein, Vater. Ich war noch nie so sehr bei Sinnen. Würdin Delphique, tut es. Jetzt. Bevor ich es mir anders überlege. Isabeth! Ja, und er hat sie wirklich nicht aufgehalten. Erwarten die Würdinnen nun eine Allianz von mir, nachdem sie meine Tochter kaltblütig ermordet haben? Sie können froh sein, dass ich sie nicht alle auf der Stelle umbringen lasse. Es war Isabeths Entscheidung und ihr braucht diese Allianz. Nach dem, was der Wirt meiner Tochter angetan hat? Diese Würdin hat sie ohne zu zögern umgebracht. Eine solche Unberechenbarkeit kann ich unter meinen Soldaten nicht dulden. Würdin Delphique hat womöglich viele Leben gerettet, indem sie das tat, was Isabeth wollte. Isabeth war ein törichtes Mädchen. Ich hätte sie besser erziehen sollen. Sie stärker machen. Sie wollte nie gehorchen. Ich wusste, dass diese Eigenart sie irgendwann das Leben kosten würde. Wie könnte ich dieser Allianz zustimmen, wenn ihr Blut an den Händen dieser Hexen klebt? Sie wollte diese Allianz. Sie wird immerfort retten. Ja, immerfort braucht diese Allianz. Aber ich muss... Man wird Isabeths Opfer gedenken. Ihr habt euch als treue Verbündete von immerfort erwiesen. Ich werde dieser Allianz zustimmen. Gemeinsam werden wir die Reykmannen vertreiben. Und wir haben einen Torso in Undurchdringlich von Rohling der 7. Legion erhalten. Ja, nicht mehr zu retten. Das ist eigentlich ein passender Titel. Ich denke, mit ihr sollten wir noch mal kurz reden, bevor wir abschließen. Selbst gemeinsam können meine Schwestern und diese Soldaten die Reykmannen lediglich davon abhalten, weiter nach Süden vorzurücken. Um die Finsterzeugen ein für allemal zu besiegen, muss jemand tiefer in ihr Gebiet vordringen und dort die Rabenvettel Uela töten. Wisst ihr, wo Uela ist? Dank der Krähen als ihre Spione ist Uela im Grunde überall. Aber die körperliche Gestalt der Rabenvettel ist sicher irgendwo tief im Revier der Reykmannen. Meine Schwestern suchen schon nach ihr, aber es wird eine Weile dauern, sie zu finden. Diese elende Kreatur hat Schutzzauber, die Wirtmagie abwehren. Vielleicht sollte ich ihnen helfen gehen. Ihr würdet euch hoch in die Dohlenbucht wagen? Uelas Einfluss hat dort oben alles verdorben. Ich sollte es euch ausreden, aber wenn ihr unbedingt gehen wollt, werde ich euch nicht aufhalten. Sucht nahe der Dohlenbucht nach meinen Schwestern. Vielleicht kann Uela mit eurer Hilfe vernichtet werden. Dann werde ich mich also in die Dohlenbucht aufmachen. Ja, das werden wir auch tun, allerdings dann tatsächlich erst in der nächsten Folge. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh darüber, dass ich die Entscheidung von der Tochter eben, Isabeth hieß sie, glaube ich,
dass ich die nicht treffen musste, sondern dass sie sich selber entscheiden durfte. Und ich nicht. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.